what just came in, you guys. Look what just came in. My 4-in-1 vacuum cleaner just came in. Oh my God, it's heavy. It's really heavy. My 4-in-1 vacuum cleaner just arrived, and it's gonna be time for unboxing very soon. I am super duper excited. Like, I cannot measure my excitement right now. Look what just came in. Take all my mind, take all the joy now. Take me down, take all the love now. Tie me away, burn me alive now. Break me down right now. Now you wanna lock me away. What's up, beautiful people? It's your girl Jenny O, and you are welcome to Jenny O Unfiltered. So guys, in today's video, we're gonna be doing an unboxing video for a company called Unfiltered. So guys, this company reached out to me that they wanted to work with me. I couldn't say no, because why should I? Why should I say no? So after all the arrangements are done, they finally sent me the product, and I thought, well, let's just dive into making the video, because, well, why not? So guys, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't already. And without further ado, let's dive right into the video. Did you get ready in the dark or something? Because you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Okay, so das ist der Filter, und nachdem ich jetzt versucht habe rauszufinden, wo ich den Filter reinmachen kann, falls den Filter einsetzen, hier aufdrehen, dann das Rundteil, dann das Innenleben. Oh, da ist schon ein Filter drinnen. Dann ist das sogar ein Ersatzfilter. Dann machen wir das wieder fest. Setzen das drauf. So, dann ist das so. Dann gehört dieses Teil hier rein. Setzen das hier ein, rastet schön ein. Hier mit Bajonettverschluss kann man arretieren. Also die Länge einstellen. So, dann setzen wir die Bürste auf und los geht's. Einschalten, man sieht, es dreht sich Licht, dass man sieht, wohin. Dann hat man hier auf der Rückseite, hier kann man die Geschwindigkeiten einstellen. Also der hat schon richtig Power. Genau, es gibt diese Geschwindigkeiten. Gut, und ja, er lässt sich, oh, der lässt sich super gut lenken. Also das Gelenk ist wirklich gut.
Ja. Nicht schlecht. So, und wie man sieht, allein jetzt durch diese kurze Zeit, obwohl bei uns sauber ist, sieht man schon, wie viel Dreck hier drinnen ist. So, dann gibt es aber noch des Weiteren hier dieses kleine Teil, damit man dann einen Handsauger draus macht. Ist auch wie das große, einfach nur hier drauf. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es so, wie es jetzt ist, damit man auch in die Ecken reinkommt. Hier der Sauger. Und man kann aber auch hier diese Bürste, indem man hier drauf drückt und nach vorne zieht, kann man hier eine kleine Bürste machen, dass man auch mit der Bürste dann empfindliche Oberflächen mit zerkratzt. Ja, dann haben wir hier noch, wie gesagt, die Halterung für die Wand dann. Es sind hier die Dübelchen sind mit dabei und die Schrauben, dass man es an die Wand montieren kann zum Laden. Und Halterung, stellt euch jetzt vor, das hängt schon an der Wand. Das ist ganz einfach, hier ist ein kleines Loch drinnen, es wird dann einfach von oben eingehängt und dann hängt es so an der Wand und das Teil lädt. So, und hier noch die Bürste hier unten, die ist ganz leicht zum Öffnen, zum Rausnehmen. Hier der kleine rote, einfach nur, rupp, dann geht das auf, hier hoch, einfach rausnehmen. Dann kann man die Bürste immer wieder reinigen. Man sieht da, es sind drei verschiedene Farben, was Hartes und zwei weichere. Und hier, wie man sieht, da ist einfach drin. Und einfach immer wieder gelegentlich reinigen, dass einfach hier kein Dreck sich in den ganzen Haaren verfängt, dass man das immer wieder schön sauber macht. Zum Einsetzen auch, wie man sieht, hier sind so leichte Zapfen drinnen. Das ist ganz einfach, einfach nur auf dieser Seite rein, rüberschieben, hier. Und dann wieder runterdrücken, zu, bis es klickt, fertig. So, und wenn man es dann auflädt, hier steckt man es rein, sieht man in der Anzeige, wie es immer auflädt. Wenn es aufhört, hier so rumzumlaufen, ist es voll und es zeigt dann im Prinzip 25% Schritte an von der Leistung des Akkus, die Restlaufzeit. So, das wird jetzt ungefähr 4 bis 5 Stunden dauern laut Anleitung. Und wenn das voll ist, dann machen wir den richtigen Test. Dann gehen wir raus, machen wir im Auto, machen wir im Speicher droben, dann machen wir verschiedene Tests und zeigen, was der Akkusauger so alles kann. Bis später. So, jetzt hat noch ungefähr 3,5 Stunden war der Sauger voll und jetzt fangen wir mit dem Testen an. Jetzt machen wir hier mal eine kleine Testumgebung auf dem Boden. Wir haben bloß ein paar Körner auf den Boden geschmissen, nur damit wir einfach mal schauen, ob er einfach die Körner einfach so wegsaugen kann. Das machen wir jetzt mal mit der niedrigsten Stufe, mehr machen wir noch gar nicht. Sieht, sind alle Samen drinnen, hat wirklich seinen Job brav gemacht und das war jetzt auf niedrigster Stufe. So, und jetzt machen wir das gleiche noch auf dem Teppich. Jetzt das gleiche auf dem Teppich, auch wieder auf niedrigster Stufe. Absolut super! Okay, so und jetzt machen wir das, wo wahrscheinlich jeder Mann total begeistert drüber ist. Jetzt schauen wir, was es im Auto macht. Wie ihr seht, der Kofferraum nicht ganz sauber, aber jetzt fangen wir einfach mal an. Natürlich kann man auch die Bürste direkt am Sauger anschließen. Das machen wir jetzt und schließen wir hier
Schwierig an, weil dann hat man natürlich noch ein viel kleineres, handlicheres Gerät. Und dann kann man noch genauer arbeiten. So, und hier ist zum Beispiel noch das, dass man mit der Bürste die Sitze nicht zerkratzt oder so. Kann man hier noch im Auto schön alle Ritzen raussaugen. Geht echt hervorragend. Ja, man bekommt wirklich allen Dreck weg. So, und jetzt nach getaner Arbeit das Allerschönste. Man muss nur aufmachen. Fertig!